Hallo und herzlich willkommen bei der Firma MKB Tech. Wir sind heute hier in unserer Produktionsstelle, mehr oder weniger kann man sagen. Das heißt, hier ist der Ort, wo alle unsere Leitungssätze produziert werden, hergestellt werden und auch überarbeitet werden. Das heißt, im Endeffekt, die Pakete kommen hier an, die Buben sitzen hier verteilt an den Tischen meistens. Heute ist nur Kuba da, den stelle ich aber gleich nochmal vor. Die kommen auf den Tisch und der fängt an zu arbeiten. Der räumt jetzt gerade hier noch mal ein bisschen auf. Ich werde jetzt die ganze Zeit dabei sein, das mal ein bisschen erklären. Einfach, dass ihr einen Einblick habt in unseren Alltag, wie das abläuft, wenn der Leitungssatz ankommt. Wie schon eben erwähnt, fangen wir jetzt mal das Arbeiten an. Das heißt, vom Prozedere her, und wir sehen übrigens, das ist Kuba. Kannst du mal auf Kuba schwenken. Kuba kann leider kein Deutsch, der kann nur Englisch und redet mit Kabel. Von daher werdet ihr das... Wenn was zu erklären ist auf Deutsch, werde ich das erklären. Ansonsten kann Kuba auch reden und er kann das auch auf Englisch dann ganz gut erklären für alle unseren internationalen Kunden. Was wir jetzt sehen könnt, ist, der ist hier schon fleißig dran. Das heißt, wir haben für jeden Leitungssatz, den wir kriegen, oder beziehungsweise für jeden Leitungssatz, den es gibt, gibt es eine Schablone. Diese Schablone haben wir uns alles schön zusammengestellt. Das ist unsere eigene Arbeit. Die ist bestimmt auf jeden Leitungssatz mit Länge etc. Der Kunde schickt uns ja das Versandformular, das zeigen wir jetzt mal nicht, wie der Name ist, sondern das ist einfach nur, dass wir wissen, wo das hingeht. Das heißt, in diesem Moment geht die Rechnung an den Kunden raus, ihr kriegt die per E-Mail und die Jungs fangen an zu arbeiten. Kuba hat jetzt schon angefangen, wie ich schon anfangs erwähnt habe, das heißt, die Plastikverkleidungen werden ausgemacht. Jetzt haben wir hier, das ist auch wichtig, dass ihr das zum Beispiel bei dem M111 Motor immer mitschickt, weil letzten Endes werdet ihr das im Nachhinein nie wieder so schön hinkriegen, dass die Kabel dann in dem ganzen Plastik dann so versteckt sind, wie sie halt sein sollten. Wir werden euch jetzt mal einen kleinen Einblick zeigen, wie die Arbeit so ist. Das wird allerdings in einem Schnelldurchlauf passieren. Das heißt, wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Trick von uns euch darstellen, beziehungsweise wollen wir das auch nicht, weil das ja unsere Geheimnisse sind. Nichtsdestotrotz geht es darum, dass ihr einfach einen Einblick kriegt und auch seht, wie viel Arbeit es ist, so einen Leitungssatz selbst für uns zu machen. Wie wir es jetzt sehen, hat Kuba sich den Leitungssatz bzw. das Plastikgehäuse, was unter anderem auch wichtig ist, dass ihr das mitschickt, dieses Plastikgehäuse, hier an unseren Tisch geschraubt. Das ist im Nachhinein nur wichtig, dass es genau, wenn wir fertig sind, dass alle Längen zu 100% dem Original entsprechen. Das heißt, es ist immer blöd, wenn zu den Zylindern zum Beispiel die Kabel irgendwie einen Zentimeter länger oder kürzer sind. Das braucht kein Mensch und letzten Endes ist ja auch eine der Sachen, womit wir werben, ist, damit danach alles auch genauso original aussieht. Das heißt, letzten Endes soll ein Laie in den Motorraum gucken und nicht erkennen, dass da jemand dran war. Das ist das, was wir versuchen zu 100% zu erledigen. Das heißt, jeder hat hier seine eigenen Methoden, wie er diese Kabel zusammenstrickt. Bei Kuba ist es so, dass der halt die Längen schon auswendig kann. Das heißt, er muss nicht großartig gucken. Eigentlich jeder von den Buben, die hier arbeiten. Das heißt, der nächste Schritt, Daniel, wenn du mal hier drauf guckst, sind jetzt, das heißt, wir haben alle Stecker abgezogen, abgeknipst einfach nur, die Kabel sind ja eh Müll. Ich würde mich jetzt gleich dran machen, damit ich ihm helfe, einfach diese Stecker zu öffnen. Das heißt, es gibt einen bestimmten, das Werkzeug liegt gerade hinten, sehe ich gerade. Das heißt, das ist ein Spezialwerkzeug. Mit diesem Spezialwerkzeug kann man diese Stecker öffnen. Das heißt, man holt diese Pins von innen raus.
Das ist wichtig, damit wir danach an diese Stecker kommen, weil die sind ja nicht defekt. Und dann wird schon nach und nach, beziehungsweise macht das ja jetzt schon, fängt er schon an zu löten, die Kabel zusammenzulöten, die dann auch an die gewissen Punkte kommen. Ich mache mich jetzt erstmal dran, wie gesagt, und versuche diese Stecker hier von den Pins zu entfernen. Und Kuba ist, weiß ich, weiter fleißig am Löten, wie ihr gut sehen könnt. Was wir jetzt sehen, ist, dass Kuba die einzelnen Zylinder kennzeichnet. Das heißt, oft kommt auch die Frage gestellt, werden wir danach wissen, auf was für einen Zylinder welcher Stecker kommt. In dem Sinne ist es genau dieser Prozess gerade. Ihr habt eben gesehen, wie wir die Stecker im Inneren gekrimmt haben von diesen einzelnen Zylindern. Das heißt, die Gummihülse ist abgegangen, wir haben das reingesteckt, das ist jetzt alles genau richtig gepinnt. Und jetzt macht Kuba das gerade so, dass, wie gesagt, in dem Sinne vier Zylinder sind es, der erste bis vierte genau deklariert ist bzw. beschriftet ist, wo der einzelne hin muss. Das heißt, Fehler kann man da nicht großartig machen, außer wir haben den Fehler gemacht, dass wir jetzt die falsche Beschriftung machen. Ist allerdings, wenn wir das hier später auch sehen, werdet danach eigentlich unmöglich. Den Leitungssatz haben wir ja von allen Zylindern gerade beschriftet, das heißt mehr oder weniger teilen wir uns den auf, oder sollte man sich, wenn man den macht, den immer aufteilen in zwei Teilen. Das heißt, das, was jetzt hier liegt mit den Kabeln, die noch nicht angeschlossen sind, ist sozusagen alles, was für den Motor zuständig ist. Was jetzt kommt, ist der Teil, der auch hinten zum Motorsteuergerät geht. Das ist das, was Kuba gerade in der Hand hat. Das kann er mal kurz zeigen. Das ist dieses Gummi hinten von dem Motorsteuergerät plus alle anderen Stecker. Das sind alle Stecker, die zu den Sensoren gehen. Das heißt, die motorseitige Geschichte von dem ganzen Kabelbaum ist fertig. Jetzt machen wir uns an die Sensoren.
Kuba lötet jetzt gerade die gegossenen Stecker wieder zusammen. Das ist, wir kleben die Stecker nicht. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir einfach denken, im Fall der Fälle, falls man mal wieder irgendwas aufmachen sollte oder falls doch nicht irgendwas so funktionieren sollte, wie es ist, hat man jetzt immer noch die bessere Möglichkeit, das in einem klaren Zustand bzw. in einem sauberen Zustand auch wieder zu öffnen und zu schließen. Zusätzlich ist es so, wenn wir die dann fertig gelötet haben, dass man das auch nicht mehr wirklich sieht, dass wir da dran waren. Klar, wenn man es weiß und genauer hinguckt, ist es einem bewusst. So aber an und für sich, wenn man da drauf guckt, passen die Stecker perfekt. Die haben keine irgendwie Überschüsse, seht ihr jetzt gerade, der nimmt die restlichen Plastikteile auch weg. Das heißt, das wird alles eine gerade, runde Fläche sein, die da auch perfekt passt. Wir sind jetzt schon mehr über die Hälfte, würde ich jetzt sagen, fertig mit diesem Leitungssatz. Das heißt, das ist zum Beispiel eine sehr große Arbeit, diese gegossenen Stecker zu öffnen. Das haben wir jetzt auch, das ist der letzte, den wir machen müssen. Und danach geht es eigentlich weiter, indem wir die ganzen Sensoren anschließen und auch schon alles in diesen Kabelkanal, in die Kabelführung jetzt hier legen. Hier auch eine häufig gestellte Frage, die wir kriegen. Die Ummantelung der Kabel teilweise, das ist hier der Klopfsensor jetzt von dem 111er Motor. Die ist ja, jetzt haben wir leider das Vorherbild, leider kann ich nicht mehr zeigen. Auf jeden Fall, diese Plastikummantelungen, die werden ja so hart und porös, dass das ja wirklich einfach nur auseinanderbröselt. Die werden von uns auch komplett erneuert. Das heißt, das ist ein bisschen vom Original abgehend. Das heißt, sie sind ein bisschen dicker, aber man erkennt es jetzt nicht wirklich. Deswegen, das auch noch eine ganz interessante Information. Das heißt, das kommt auch komplett neu. Bis im Inneren von den Plastikverkleidung machen wir die immer neu, wenn sie auch vom Original so vorgesehen waren. Kuba misst jetzt gerade alle Verbindungen durch für die ganzen bis zum Motorsteuergerät. Wir gehen am Ende, wenn der Leitungssatz fertig ist, nur sowieso wird der Leitungssatz nochmal angesteckt und es werden alle Pins kontrolliert und nochmal durchgegangen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir dadurch, dass wir das einfach schon so lange machen und auch so viel Erfahrung schon haben, dass einfach schon die Jungs das vom Kopf her können. Die wissen schon, wo jeder Pin ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wird am Ende des ganzen Prozesses wird alles nochmal kontrolliert auf Herz und Niere. Fertig! Der Kabelbaum ist jetzt fertig. Wir haben alles zusammengesteckt. Jeder Stecker ist vernünftig zusammengebaut worden. Alle Kabel sind drin. Der Stecker zum Motorsteuergerät ist fertig. Alles zusammengezogen. Kuba räumt schon ein bisschen auf. Was jetzt noch übrig bleibt, was tendenziell super wichtig ist, egal für jeden Leitungssatz, für jede Drosselklappe, für alles, was wir machen, was hier rausgeht, ist wirklich die letzte Prüfung von der ganzen Geschichte. Das heißt, bevor wir das nicht auf Herz und Niere wirklich jede Verbindung gecheckt haben zum Motorsteuergerät oder generell zu dem Hauptstecker, verlässt hier kein Leitungssatz das Haus. Das heißt, das machen wir beide jetzt. Ich bin am einen Ende, Kuba ans andere. Er sagt mir jetzt, wo ich hin muss oder was für einen Stecker ich als erstes mache. Number one. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, aber wir machen das mal zusammen jetzt. Das ist Pin Nummer 1, piept, hat den Durchgang. Pin Nummer 2, hat Durchgang. Number one. Pin Nummer 1 auf der Seite, hat Durchgang. Number 1. Nummer 1, Durchgang.
jetzt doch eine Menge Arbeit. Ich glaube, in dem Video wird es mit schnell durchgelaufen gehen. Von daher sieht das jetzt nicht so viel aus. Wir saßen jetzt, glaube ich, insgesamt 4 bis 5 Stunden an diesem Leitungssatz. Das ist in der Regel auch normal für unsere Arbeit, damit die vernünftig aussieht. Wie gesagt, wichtig ist, schickt uns das mit der Plastikverkleidung. In der Regel hat der 111er sogar noch den Zündleitungssatz, den hat dieser Kunde jetzt nicht mitgeschickt. Ist nicht so schlimm. Was super wichtig ist dennoch für uns, der geht jetzt genauso raus, wir verpacken den. Die Rechnung sollte der Kunde jetzt schon heute bekommen haben. Was jetzt noch übrig bleibt, eigentlich sehe ich gerade noch, Kuba, ist den Sticker drauf zu machen. The sticker needs to be put on. Auf dem Sticker steht dran, unser Firmenlogo ist drauf, das Datum ist drauf, wann wir das gemacht haben und die Nummer vom Motorkabelbaum, welche der Leitungssatz hat. Sprich, üblich bleibt jetzt nur, den einzubauen, sich zu freuen, dass alles wieder funktioniert. Wir freuen uns auch. Deswegen wünschen wir euch jetzt noch viel Spaß beim Weiterschauen von den anderen Videos, die ihr wahrscheinlich auf dieser Seite dann findet. Liked uns, wenn ihr auf diesen Link klickt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuba, tschüss. Tschüss.